Und ich möchte, bevor ich das Wort Gottes weitergebe, noch einmal mit uns danken. Treuer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du jetzt alles wegnehmen kannst, was dich nicht meint, dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns zu sagen hast, Herr Jesus. Und wir bitten dich darum, Herr, öffne uns jetzt die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, als ich so letzte Woche den Gottesdienst per Livestream nachträglich YouTube gehört habe und dann mein Thema, da habe ich schon gedacht, also der Philipp Ottenburg hat angefangen mit dem Dornbusch, jetzt komme ich mit Wurzeln, sind wir in der Baumwoche oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Wurzeln sind schon wirklich was Besonderes, liebe Geschwister. Wurzeln erfüllen für Pflanzen ganz viele Aufgaben. Und die wichtigste Aufgabe ist aber die Aufnahme von Nährstoffen und Wasser aus der Umwelt für die jeweilige Pflanze. Das Wurzelgeflecht eines Baumes kann mehr als 1000 Meter lang sein. Es gibt eine Feigenbaumart, bevorzugt kommt sie in Südafrika vor, und ich habe das gefunden, als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe. Dieser Feigenbaumart wächst auf einem Felsen, auf einem Stein. Da habe ich gedacht, auf einem Stein wächst ein Baum? Komisch. Es kann tatsächlich dieser Baum sogar sehr gut überleben, in der Hitze Südafrikas. An der Wurzelspitze dieses Baumes sondert dieser Baum so ein spezielles Sekret ab, und dieses Sekret lockert die Erdschichten auf oder sprengt sogar, so könnte man das sagen, oder zersetzt sogar Gestein. Und neben der tiefsten Messung einer dieser Wurzeln dieses Baumes, sie ist gemessen worden, im Gestein auf 120 Meter tief. 120 Meter tief ist noch das weitere Imposante. Diese Wurzel ist innerhalb von 70 Jahren gewachsen, 120 Meter tief. Und seitdem pumpt jetzt diese Wurzel jeden Tag 25 Liter an Wasser bis hinauf in den Feigenbaum, in die Spitze, damit dieser Baum in dieser trockenen Umgebung auf dem Stein in Südafrika wachsen und blühen kann. Also, ich bin ganz bestimmt nicht zum Wurzelsepp geworden und auch nicht unter die Botaniker gegangen, obwohl das ja passen würde als Vogel, aber das Thema Wurzeln hat mich einfach fasziniert und gepackt. Und deswegen kommen wir heute Morgen zu unseren, zu deinen und meinen Wurzeln, nämlich den Lebenswurzeln. Und die sind noch viel interessanter als die Wurzeln von draußen, von den Bäumen. Wurzeln zu schlagen, das steht ja im Allgemeinen, so im Umgangssprachlichen für angekommen. Ich bin im Leben angekommen, ich bin in meiner Umwelt angekommen. Zu wissen, was man will im Leben, dann spricht man von Verwurzelung. Oder ich weiß jetzt, wo meine Lebensreise hingeht, dann habe ich Wurzeln geschlagen. Bist du... Sind Sie an dem Punkt in Ihrem Leben, an dem Sie Wurzeln geschlagen haben? Guter Job, Häuschen, gute Karre, verheiratet, vielleicht auch Kinder und das auch in der Wertigkeitsreihenfolge? Ja, das ist ja für viele so der Hergang. Bist du angekommen? Läuft dein Leben vielleicht sogar so bequem ab, dass du dir wünschst, dass dieser Zustand noch eine ganze Weile oder vielleicht auch umgangssprachlich ewig anhält? Grundsätzlich ist das ja nicht verwerflich, wenn man angekommen ist, wenn man sich ja verwurzelt weiß. Gar nicht schlimm, auch als Nachfolger Jesu Christi sollten wir das sein, wir sollten angekommen sein, aber in Abständen müssen wir uns immer wieder fragen, liebe Geschwister, bin ich zu sehr in diesem Leben verwurzelt? Ignoriere ich vielleicht auch geschickt die Tatsache, dass ich bald sterben könnte
oder dass der Herr mich nach Hause holt, Entrückung also so eine richtige Portion Naherwartung zu haben, dass der Herr Jesus wiederkommt? Habe ich das noch? Also die Frage, die ich mir gestellt habe für diese Vorbereitung, wo sind eigentlich meine Wurzeln? Welche Wurzeln habe ich? Wie tragen sie mich? Und vor allen Dingen, wohin tragen sie mich? Das ist ja das Entscheidende. Und deswegen die etwas provokante Frage, die gleichzeitig das Thema dieses Gottesdienstes vorgibt, verwurzelt im Himmel? Verwurzelt im Himmel? Ganz gleich, wie stark wir uns in Familie, in Gemeinde und im Alltag und auch im Beruf verankert fühlen, die Bibel spricht sehr klar darüber, wie schnell unser Leben vorbei sein kann. Da brauchen wir noch nicht mal ins Internet oder in die Zeitung reinzuschauen, sondern hier, die Bibel sagt uns das. Und bitte schlagt doch mal auf, wenn ihr eine Bibel habt, Psalm 103. Psalm 103, bitte schlagt doch mal auf, Psalm 103. Psalm 103, Vers 15 und Vers 16. Und die Bibel ist immer hochaktuell. Und genau an diesem Punkt auch hochaktuell. Psalm 103, Vers 15 und Vers 16. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist er nicht mehr. Und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Man sagt so langläufig die Heu- und Wiesenpredigt, wenn man über diesen Abschnitt spricht. Psalm 103, Vers 15 und 16. Ich frage dich heute Morgen, denkst du über den Tod, über deinen Tod nach? Oder verdrängst du das Thema sehr geschickt? Auch gerade wir als Christen, denkst du über dein Sterben nach? Mit meinem Schwiegervater damals konnte ich nicht über das Thema reden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich habe ihn dann mal gefragt. Er war so 70, da ist man ja noch jung. Und dann sagte er so mit 70 so, ja, was er noch alles vorhat und so. Und dann habe ich so nur mal so kurz eingeworfen, denkst du auch mal darüber nach, was nach deinem Tod alles sein wird? Hast du die Dinge geregelt? Was passiert mit deinem Hof? Er war Weinbauer. Was passiert mit deinen Weinbergen? Was ist dies, das, jenes? Wer soll das alles mal regeln? Was passiert mit vielleicht, wenn du zuerst stirbst? Was passiert mit der Schwiegermutter? Wer von den Kindern soll das alles regeln? Hast du dir da Gedanken gemacht? Der Tag war gelaufen. Da war aber finito. Ich konnte, der hat mich links liegen lassen, der hat definitiv kein Wort mehr mit mir geredet. Wie kann man nur so eine Frage stellen, wenn man doch gerade so richtig im Saft des Lebens steht mit 70? Die langfristige, die ewige Heimat von Christen hat keine weltliche Adresse, liebe Geschwister. Und darum sollten wir wo verwurzelt sein? Im Himmel. Bitte schlagt mal auf Hebräer, Hebräer 13. Und ich habe so eine Ahnung, dass manche Christen diesen Vers irgendwie ganz falsch lesen in Gottes Wort. Hebräer 13, Vers 14. Die langläufige Meinung habe ich so, wie sie gelesen wird, diese Bibelstelle in Vers 14. Da heißt es, denn wir haben hier eine bleibende Stadt und die zukünftige suchen wir am Sonntag. Das ist so, was oft so Christen lesen, habe ich den Eindruck. Aber hier steht doch was ganz anderes. Hier steht doch, denn wir haben keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist doch das, was uns Christen eigentlich ausmacht. Heiligungsleben bedeutet geistliches Wurzelwachstum. Heiligungsleben bedeutet geistliches Wurzelwachstum. Heiligungsleben, was heißt das? Mehr und mehr in das Bild Christi hineingeformt zu werden.
Sein wie er, denken wie er, handeln wie er. Das ist doch Heiligungsleben. Da wir aber Menschen und keine Bäume sind, fällt uns das Wurzeln nicht immer so leicht. Schon eine kurze Recherche, die ich gemacht habe, als es um Wurzeln ging, dass bei Bäumen und Pflanzen grob eingeteilt wird zwischen drei Arten. Und da habe ich mich gewundert. Das wusste ich nicht. Ich habe dann nachgeguckt und diese drei großen Arten, wo Bäume, wo Pflanzen eingeteilt werden, sind die Flachwurzler, die Tiefwurzler und die Herzwurzler. Als ich das gelesen habe, normal im Internet, Flachwurzler, Tiefwurzler und Herzwurzler, da habe ich gedacht, das könnte irgendwo eine Punktierung aus der Bibel sein. Jede dieser Wurzler hat ganz typische Charakteristika, von denen wir für unser Leben im Glauben lernen können. Und deswegen heute mein erster Punkt heute Morgen, Flachwurzler. Flachwurzler, Achtung vor oberflächlichem Halt. Flachwurzler, Achtung vor oberflächlichem Halt. Auch wenn es die Pflanzen gibt, die keine Wurzeln haben, die gibt es als solches, gilt die Meinung, dass die Wurzeln die Grundorgane der Pflanzen sind. Sie sind die Basis für alles, was oberhalb der Erde man dann sehen kann von dieser Pflanze. Bei Flachwurzlern dringen die Wurzeln nicht in die tiefen Bodenschichten vor, sondern halten sich nur so an der Oberfläche. Flachwurzler sind zum Beispiel Fichtenarten oder auch Douglasien oder Weiden. Das sind Flachwurzler. Für diese Bäume ist ein Wurzelwerk sehr nützlich, aber für unser Leben als Christen sind flache Wurzeln eine ganz große Gefahr, liebe Geschwister. Jesus spricht im Gleichnis von einem Mann, von einem menschlichen Flachwurzler. Bitte schlag doch mal auf Lukas 12. Da ist von einem menschlichen Flachwurzler geredet. Lukas 12, die Verse 16 bis 19. Lukas 12, die Verse 16 bis 19. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen, und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und noch größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Dieses Gleichnis spricht, ich möchte mal sagen, richtig Tacheles mit uns und sagt uns direkt auf den Kopf nämlich etwas zu. Pass auf, dass du dein Leben nicht so oberflächlich führst, dass du dich und deine Leistungen so als ein Ruhekissen benutzt. Dieses Verhalten ist oberflächlich und vor allen Dingen sehr gefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes sogar lebensgefährlich, vom geistlichen Standpunkt aus her betrachtet. Die Bibel drückt das im Lukas-Evangelium dann sogar noch ein bisschen krasser aus. Jesus erzählt dieses Gleichnis, was wir ja schon gelesen haben, und dort ist die Rede von diesem Großgrundbesitzer, der so richtig viel Korn gebracht hat in seine Scheunen. Wir haben es gelesen und deswegen nennt ihn Jesus, und auch in der Überschrift da heißt es dann, der reiche Kornbauer. Wie nennt Gott ihn denn? Guck mal, einfach Vers 20 und 21. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott.
Man könnte bei diesem Großgrundbesitzer auch gut und gerne sagen, oberflächlicher Halt überschätzt die eigenen Möglichkeiten und klammert die eigene Sterblichkeit irgendwie geschickt aus. Es ist ein Trugschluss zu denken, dass wenn ich, oh, gute Gesundheit, es gibt ja so einige Kohlrabi-Apostel, ne? Oh, du darfst nur das essen und nur dies und jenes, und habe ich ja nichts gegen, mach das. Aber wenn du das als Religion machst und nur so ein Kohlrabi-Evangelium verkündigst, Mann, das ist ein Trugschluss. Wenn es nur noch um dein Aussehen geht, wie sehe ich denn aus und oh, wie wirke ich auf die Leute? Ich habe mir heute Morgen Gedanken gemacht, ich muss euch das mal eben zeigen, dann guckt auch keiner mehr drauf. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie ich aussehen werde, weil ich habe mir vorhin hinten den Knopf abgerissen, genau hier in der Mitte. Ist mir noch nie passiert. Und jetzt habe ich so gedacht, als ich, ach, wenn die Leute das sehen, dass ich den Knopf abgerissen habe. Kommt das heute Morgen auf den abgerissenen Knopf an? So ist er halt weg. Ich war versucht, alle abzureißen, aber ne, das habe ich gedacht. Dann hätte ich nicht nach Hause kommen dürfen. Worum geht's? Ums Aussehen? Das ist so für viele das Absolute. Man klammert sich an eine Arbeitsstelle, man klammert sich an das Gehalt, an ein Haus, an ein Auto. Und das sind für viele die tiefen Wurzeln im Leben. Dabei sind das Flachwurzeln. Diese Dinge können heute, morgen vorbei sein. Wir haben das aktuelle Beispiel doch vor Augen. Eine heftige Flut und schon schwimmt die Hütte weg, die du dir über Jahrzehnte gebaut hast. Zack, ist sie weg. Und wenn du nicht Regen hast und eine Flut, dann kommt Feuer. Oder ein Erdbeben oder ein Hurrikan oder ein Vulkan, der mal eben so ein bisschen so macht. Liebe Geschwister, wenn wir uns an so etwas klammern, und ich denke da gerade an einen Diener Gottes, der hat diese Begebenheit erzählt auf einer Missionsleitertagung, wo wir waren. Da sagt er, liebe Geschwister, ich stehe jetzt hier, ich bin so viele Jahrzehnte schon im Dienst, ich muss euch das einfach mal sagen. Wo klammert ihr euch dran? Hauptsache, wir gehen in die Muckibude, wir stählern unseren Körper und allem drum und dran. Ich hatte eine Frau, so hat er gesagt. Die habe ich immer noch. Aber ich hatte eine Frau, die war Schönheitskönigin. Und damit habe ich angegeben, dass meine Frau mal Schönheitskönigin war. Sie sah top aus. Wie aus dem Katalog. Und damit habe ich angegeben. Oh, guck mal hier, meine Frau. Und dann ist er zum Missionseinsatz gefahren nach Rumänien mit seiner Frau. Und dann sind sie nachts gefahren und in Rumänien ist das so, über eine Autobahn kann man auch schon mal mit einem Leiterwagen nachts, ohne dass da Lampen dran sind oder sowas, einfach mal mit Holz so drüber fahren. Und dieser Bauer hat das gemacht. Ist über die Autobahn mit einem Leiterwagen, alles so kleine Holzstäbchen drin auf diesem Leiterwagen, quer über die Autobahn. Und sie kommen angefahren mit 130 Stundenkilometern und rasen in diesen Leiterwagen hinein. Es war damals die VW-Busse, die waren da saß man ganz vorne, so platt, das war T3 oder sowas, oder T2-Modell, da gab es keinen Motor davor. Und sie sind direkt rein. Die Frau brauchte knapp 15 OPs. Das Gesicht zerschnitten, die hat ausgesehen wie ein Zombie hinterher. Und dann hat er gesagt, liebe Geschwister, und ab da habe ich meine Frau erst richtig geliebt. Weil der Herr mir die innere Schönheit meiner Frau gezeigt hat. Und das hat er als Zeugnis gegeben. Woran klammern wir uns? Das kann morgen vorbei sein, unser normales Leben. Für geistliche Flachwurzler, liebe Geschwister, ist die biblische Konfrontation mit Gottes Wort immer unangenehm. Mit Gottes Wort beschäftigen. Allgemein ist für viele christliche Flachwurzler die Bibel eher, ich möchte mal sagen, so ein Dekobuch. Ja, das legen wir noch schön oben drauf, dann sieht das doch ganz gut aus.
So ein Dekobuch. Oder anders ausgedrückt, im passenden Bild zum Baum, da wird die Bibel auf einmal so zur Gießkanne. Zweimal in der Woche so ein bisschen so schwupp, 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 schwupp. Reicht doch. Jetzt mach mal nicht so viel, ne? Das muss doch jetzt wohl reichen, wenn ich mich damit beschäftigt habe. Wenn wir so leben, liebe Geschwister, können wir vielleicht die exotischen Blüten so mit so einer Tröpfchenbewasserung, ne? Ich sehe euch gerade, Winklers, ne? In Israel, die Tröpfchenbewässerung. Da kannst du vielleicht exotische Pflanzen und Unkraut treiben lassen. Aber dringend gebrauchtes Wasser für das geistliche Wurzelwachstum bekommst du damit nicht. Dann verkümmerst du jämmerlich. Flachwurzler sind häufig sehr anfällig für Wind und können leichter umstürzen als alle anderen Bäume. Zusätzlich sind sie auch sehr sensibel, weil sie leiden häufiger unter sogenannten Trockenstress. Wusste ich gar nicht, dass Bäume das haben können. Trockenstress. Weil sie keine ordentliche Bewässerung haben, weil an der Oberfläche nichts mehr da ist. Also ich kenne Christen, die haben ein brennendes Herz für Christus, wenn sie mit Christen zusammen sind, die ansteckend sind. Sie engagieren sich solange der besondere Prediger bei ihnen in der Gemeinde ist. Dann engagieren sie sich, oder wenn ein großes Event ansteht, bis dahin engagieren sie sich. Aber wenn ihnen die Gemeinschaft, wenn auf einmal der coole Prediger nicht mehr da ist, dann fehlt ihnen irgendetwas und dann gehen sie ein wie eine Primel. Oh, ich bin schon so lange nicht mehr auf einer Konferenz gewesen. Ich habe gar keinen geistlichen Input mehr. Ich finde irgendwo nicht so den Draht mehr zum Wort Gottes. Dann nimm ein Seil, wenn du einen Draht nicht hast. Du hast die Möglichkeit, unser, dein und mein Glaube an Jesus Christus und sein Wort beweist sich doch tatsächlich erst, wenn wir in Umstände kommen, die nicht so optimal sind. Dann zeigt sich doch erst, wo unsere Wurzeln sind. Erst wenn unser Christenalltag auf die Probe gestellt wird, zeigt es sich, ob wir standhalten, wie auch unser geistlicher Wurzelzustand ist. Bitte guck mal rein in Epheser 4. Epheser 4. Epheser 4, Vers 14. Epheser 4, Vers 14. Und das ist so herrlich ausgedrückt hier, Epheser 4, 14. Damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen, umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie uns zum Irrtum verführen. Und so habe ich den Eindruck, sind viele Flachwurzler. Genau an diesem Punkt. Sie lassen sich umhertreiben von jedem Wind der Lehre. Oh, ich habe ein Buch gelesen, da hat einer ein Buch geschrieben. Ich habe ein YouTube-Video. Ich habe innerhalb der Corona-Zeit Leute kennengelernt, die haben jeden Tag mir irgendwelche YouTube-Dinger zugeschickt. Über dies und über das und über jenes und über das. Die wussten vorher gar nicht, dass es YouTube gibt. Aber als das dann anfing, ich hätte beinahe ein schlimmes Wort gesagt, sage ich nicht. Jeden Abfall wird einfach weitergeleitet. Von jedem Wind der Lehre. Ja, der hat aber gesagt, aber der. Und dann braucht er auch nur vorne Doktor davor haben. Dann ist schon genug. In der Corona-Zeit braucht nur Doktor. Das reicht. Kann es Doktor der Briefmarkenkunde sein. Muss ja nicht da stehen. Doktor hat gesagt. Unser Gebet sollte doch darum sein, dass Jesus Christus durch sein kostbares Wort und seinen Heiligen Geist an unserem Wurzelwerk arbeitet, liebe Geschwister. Damit, wenn der ein oder andere mehrere unserer flachen Wurzeln auf einmal gekappt werden, dass wir dann nicht einfach umfallen. Und deswegen sollten wir unsere geistlichen Wurzeln, liebe Geschwister, ganz tief in das Wort Gottes reinreichen lassen.
und zu Jesus selber diese intensive Beziehung und zu seinem Wort die nötige Stabilität suchen. Tauch ein, lieber Bruder, liebe Schwester, tauch ein in die Gnade Gottes und in die Wunder in seinem Gesetz. Das bringt die Wurzeln tiefer. Und deswegen mein zweiter Punkt heute Morgen. Tiefwurzler, verwurzelt in Gottes Wort. Tiefwurzler, verwurzelt in Gottes Wort. Tiefwurzler, wie zum Beispiel die Walnuss oder auch der Feigenbaum oder auch Eichen, besitzen meist eine dominante Hauptwurzel und die geht nahezu senkrecht in die Erde hinein. Und diese Wurzel verankert sich so stark in der Tiefe, dass es nach circa 4-5 Jahren fast unmöglich ist oder nur sehr kompliziert, diesen Baum dann umzupflanzen. Weil das Wurzelwerk so stark mit dem Erdreich verbunden ist. Wir haben zu Anfang des Gottesdienstes eine Schriftlesung gehabt aus Psalm 1. Kommen wir da mal hin zurück. Psalm 1. Bitte schlagt mal auf Psalm 1. Psalm 1. Psalm 1, die Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat an dem Gesetz des Herrn und über das Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Ist das nicht ein herrlicher Ausspruch aus Gottes Wort, eine Zusage, die uns der Herr selber gibt aus seinem Wort? Wer im Wort Gottes verwurzelt ist, fällt in dieser Welt immer wieder auf. Warum? Weil diese Menschen eben nicht auf unweise Ratschläge hören, der Sünde tatsächlich auch ausweichen und eben nicht für Spott und Lästereien zu gewinnen sind. Das ist der Idealfall. Doch auch die tief verwurzelten Christen erleben doch auch immer wieder Stürme, Hagel, Feuer, Frost und Hitze und Dürreperioden. Wenn man so einen Baum nach circa 80 bis 100 Jahren dann mal näher untersucht, anhand der Baumringe, ihr kennt das ja, wenn man den aufschneidet, dann sind ja diese Ringe, die Jahresringe da. Dann kannst du anhand dieser Jahresringe ganz genau erkennen, wie und was der Baum alles während seiner bisherigen Daseins erlebt hat. Ein kräftiger, ein gesunder Baum kann all diese Widrigkeiten standhalten und gleich teilweise auch in den harten Zeiten hält er das mit aus. Und dann siehst du das in den Ringen, dann sind da zwar Deformationen drin in den Ringen, aber er ist stehen geblieben. Psalm 118. Ihr merkt, die Psalmen sind dann tiefer. Bitte schlagt mal auf, Psalm 118, die Verse 13 bis 15. Psalm 118, die Verse 13 bis 15. Und da heißt es: Du hast mich hart gestoßen, dass ich fallen sollte, aber der Herr half mir. Der Herr ist meine Stärke und mein Lied. Er wurde mir zum Heil. Stimmen des Jubels und des Heiles ertönen in den Zeiten der Gerechten. Die Rechte des Herrn hat den Sieg errungen. Ist das nicht herrlich? Das geht wie Honig runter. Wieso Baumharz? Kennst du Baumharz? Das klebt, das kriegst du nicht mehr. Herrlich, ne? Wenn du dann dran riechst.
So müssen wir, wir müssen genauso pappig sein als Christen. Wenn wir mit anderen zu tun haben, das muss dran kleben bleiben, das Evangelium. Die Kraft für einen so teilweise konträren Lebensentwurf kommt langfristig niemals aus einem selber heraus, sondern immer aus der Bibel, aus Gottes Wort selber. Denn nur wer die Wurzeln kennt, weiß um die Kraft der Zweige, liebe Geschwister. Nur wer die Wurzel kennt, weiß um die Kraft der Zweige. Gottes Wort kennen und auch erkennen, darin verwurzelt zu sein, heißt ihn, Gott selber, immer besser kennenzulernen. Und genau das macht uns stark und hilft, wenn es dann mal wieder so richtig heftig wird in unserem Leben. Und jeder von uns hat heftige Zeiten hinter sich. Gottes unfehlbares und irrtumsloses Wort macht solche Christen, die verwurzelt sind in seinem Wort, auch sensibel für ihren begrenzten Lebenszeitraum. Der Herr schenkt uns als bibelmündige Christen zum Beispiel die Weisheit und auch den Mut und den Verstand, gerade ebenso weitsichtig Vorsorge für unser Lebensende zu treffen. Zum Beispiel Thema Patientenverfügung, Testament, Vollmachten auszustellen für alle amtlichen Dinge und auch mittlerweile die digitalen Passwörter. Wenn du die nicht aufschreibst, kommen deine Nachfolger nicht mehr dran. Deswegen sei vernünftig, denk vor. Das fand ich so stark bei meinem Vater. Mein Vater hat so vorgedacht. Ich habe das immer hier hinten bei mir in der Bibel mit drin, weil das ist mir einfach so zum Zeugnis geworden. Ich hoffe, ich finde es jetzt hier so auf die Schnelle. Jo, da ist es. Der hat vorgesorgt. Das war seine Todesanzeige. Eine Lebensanzeige war das. Mit goldenem Rand. Oh, der Drucker, der hatte totales Theater gemacht. Wie kann man eine Todesanzeige mit einem goldenen Rand? Da sage ich, ja, ist ja keine Todesanzeige, ist eine Lebensanzeige. Die hatte er vorher alles schon festgelegt. Hatte er selber entwickelt, hatte er selber gemacht, hatte den Bibelvers rausgesucht, hatte aufgeschrieben, wer ihn beerdigen soll, die Lieder, die gesungen wurden. Robert, du warst mit dabei. Es war alles fertig. Er hatte frühzeitig sein Haus bestellt, wie man das so schön sagt. Er hatte sich um alles gekümmert im Vorab, damit ihr nicht als Nachkommen damit euch Gedanken machen müsst. Alles fertig gemacht. Habe ich mir ein Beispiel genommen. Und als wir angefangen haben, meine Frau und ich, so die ersten gemeinsamen unterwegs zu sein, so per Flugzeug und Auto mit unseren vier Kindern, wir haben gesagt, wir haben Verantwortung. Also haben wir unser Testament gemacht, alles genau aufgeschrieben. Meine Todesanzeige ist auch fertig. Ist alles fertig. Brauchen die nur rauszuziehen und los geht's. Das ist Entspannung für die Generation danach. Wie tief in Gottes Wort verwurzelt sind wir? Wer tief in Gottes Wort verwurzelt ist, ignoriert nicht das Leben, das nur eine begrenzte Zeit ja dauert, sondern er zeigt Verantwortung, wenn er sich um die Dinge danach kümmert. Psalm 90, bitte. Guck rein, Psalm 90. Psalm 90, Vers 10. Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Darf ich mal nachfragen? Sind ja nach Corona-Anzahl maximal 50 hier im Saal. Darf ich mal hier im Saal nachfragen? Wer ist über 70? Darf ich mal um Handzeichen bitten? Heide Schnitz. Das ist schon eine ganze Truppe.
trotzdem birgt auch der Alltag als geistlicher Tiefwurzler eine echte Gefahr. Gerade in der Mitte des Lebens, wenn Familie gegründet ist, wenn Karriere gemacht ist, so diese großen Lebensträume mal so fast in Erfüllung gegangen sind und scheinbar geklärt sind, dann stellt sich die Frage, wie steht's hier drum? Guck mal. Um meine Herzenseinstellung. Okay, ich bin der festen Überzeugung, dass Gottes Wort die Wahrheit ist. Und ich habe auch ein solides Glaubensfundament, alles klar. Aber das Thema Evangelisation und Mission, ja, das überlasse ich doch besser anderen. Ist es nicht oft genau so ein Denken bei uns, bei dir und bei mir zu finden? Brenne ich immer noch aktiv für die Sache Gottes? So wie ich früher mal gebrannt habe für Jesus? Schlägt mein Herz immer noch voller Leidenschaft für Jesus Christus, den Retter der Welt? Habe ich noch diese Naherwartung, dass der Herr heute kommen könnte? Habe ich noch Vorfreude, wenn ich an den Himmel denke? Hast du noch Vorfreude, wenn du an den Himmel denkst? Ach, du große Neune. Das ist ja ein. Hallo, hast du Freude, wenn du an den Himmel denkst? Ja. Es war fast wie ein Chor. Leute, da müssten wir alle wie aus dem FF schreien: Yo, ich freue mich! Wir freuen uns über so viele Dinge. Da können wir uns freuen wie sonst was. Aber wenn es um Jesus geht und sein Wort, da sind wir so, mach mal langsam. Piano. Also, Entschuldigung. Ja, sagt der eine und andere unter uns, ich habe Freude, ja, okay. Aber ich bin auch solider Tiefwurzler, ja. Aber ein Herzwurzler? Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Herzwurzler. Himmlische Perspektive prägt meinen Alltag. Herzwurzler. Himmlische Perspektive prägt meinen Alltag. Tiefwurzler haben ihre Pfahlwurzel in die Richtung Grundwasser. Flachwurzler verlassen sich mehr auf das Wasser an der Oberfläche, das versickert. Und Herzwurzler schließlich wachsen in alle Richtungen mit ihren Wurzeln. Zur Seite und nach unten. Bei einem Baum mit Herzwurzelsystem schiebt sich in der Jugend eine ganz dicke, kräftige Pfahlwurzel in den Boden, von der sich dann aber nach und nach ein Geflecht an ganz vielen waagerechten Wurzeln ausdehnt. Ein Baum, so kann man sagen, ungefähr Pi mal Daumen, mit einem Meter Baumkrone hat ungefähr muss eine unten eine Fläche haben für die Wurzeln von circa 6 Metern an Durchmessern. Wenn oben 1 Meter Durchmesser ist, 6 Meter unter der Erde an Durchmesser. Wow. Auf unser Glaubensleben übertragen kann man sagen, geistliche Herzwurzler sind Christen mit Wurzeln im Himmel und einem missionarischen Herzen auf dieser Erde. Nochmal, geistliche Herzwurzler sind Christen mit Wurzeln im Himmel und einem missionarischen Herzen hier auf dieser Erde. Ihre Kraft schöpfen sie täglich aus Gottes Wort, aus dem Gebet und danach gehen sie auf Menschen zu, die einfach in den Weg gestellt werden. Diese Menschen schotten sich nicht ab. Die Christen sind und die Herzwurzler sind. Sie zeigen auch nicht irgendwie so ein christliches Ghetto-Verhalten. Nein. Ich denke gerade da an einen lieben Bruder. Viele sagen ja, ich kann ja gar nicht mehr so raus. Und jetzt, wenn so Verteilaktion ist am Samstag, ich finde das klasse, dass ihr Verteilaktion macht, dass ihr wieder rausgeht. Ja, da kann ich aber nicht so mitmachen. Ich bin schon älter, wenn der wüsste, dieser junge Spund da vorne, was ich kann gar nicht mehr mit den Beinen und so.
Okay, und da denke ich gerade an eine Person, der ist Rollstuhlfahrer. Und der kommt eigentlich gar nicht mehr so raus. Und da war jetzt gerade am Wochenende, da war ein Problem. Er hat gesagt, ich brauche da mal nochmal eine neue Justierung, auch mit dem Rollstuhl, hat einen neuen Rollstuhl in Erfahrung gebracht. Und dann hat er gesagt, dann komm doch mal von dieser Firma ein Vertreter. Und da ist der Vertreter von diesem Rollstuhl, von dieser Rollstuhlfirma gekommen. Und dann hat der gesagt, so, stellt den Rollstuhl vor und allem drum und dran. Der Rollstuhlfahrer kann ja nicht weg. Der Vertreter erzählt einem davon, ne? Und dann sagt dieser Rollstuhlfahrer als Antwort, kennen Sie Jesus? Ja, aber hier mit dem Rollstuhl. Nee, klären wir erstmal das Wichtige. Kennen Sie Jesus? Und dann sagte mir dieser Rollstuhlfahrer am Telefon, und dann habe ich erstmal eine Viertelstunde dem richtig den Weg zu Jesus Christus erwiesen. Der konnte ja nicht weg, der wollte ja was verkaufen. Nutz die Chance, die du hast im Alltag, von Jesus weiter zu sagen. Genau zu diesen Christen, die überall etwas sagen von Jesus, dazu sollen wir doch bereit sein. Deswegen kommt ihr doch hier in diese Gemeinde. Guckt jetzt am Livestream zu, weil ihr hungrig seid nach dem Wort Gottes. Und ihr lasst euch ja beleben durch Gottes Wort. Und das ist auch unser Ansinnen in Breckerfeld an der Bibelschule, dass wir junge Leute ausbilden, dass sie dieses Herz haben, rauszugehen zu den Leuten. Schlag mal bitte Kolosser 2 auf. Und da ist das so genial ausgedrückt, Kolosser 2. Darum sagen wir auch bei uns immer an der Bibelschule in Breckerfeld, wir sind eine Ausbildungsstätte für Kopf, Herz und Hand. Es muss nämlich rausgehen. Es darf nicht einfach nur sitzen geblieben werden. Kolosser 2, Vers 6 und Vers 7. Guck mal rein. Kolosser 2, Vers 6 und Vers 7. Da heißt es, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Die Neues Leben-Übersetzung habe ich mal aufgeschlagen, die sagt das noch treffender. Ich lese euch das mal nach der Neues Leben-Übersetzung vor. Da heißt es, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm, dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit. Und der ihr unterwiesen wurdet, standfest zu werden. Und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Wie das in der Praxis aussehen kann, das zeigt uns immer wieder der Apostel Paulus. Er schlug Wurzeln im Himmel, und darum konnte er sagen, dass für ihn das Sterben sogar Gewinn ist. Schlag mal auf, Philipper 1. Wir sind ja gerade Kolosser. Guck mal eben Philipper. Philipper 1. Und das hört sich ja im ersten Moment erstmal komisch an. Ne? Sterben ist mein Gewinn. Paulus war ja kein Bestatter. Ne? Sondern der war ja Professor Paulus. Ja? So. Und jetzt sagt er das hier. Ja, er freute sich unbändig auf seine Heimat in der Höhe. Philipper 1, Vers 21 und 22. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich habe sofort daran gedacht, an dieses Lied, an dieses Heilslied. 1860 kam das aus Amerika rüber. Oh, think of the home over there, heißt das Lied. Oh, think of the home over there. Meine Heimat ist dort in der Höhe, wo man nichts weiß von Trübsal und Weh, wo die heilige und zählbare Schar jubelnd preiset das Lamm immer da. Paulus tiefe Verwurzelung in Jesus Christus motivierte ihn eben nicht dazu,
so ein geistlicher Eremit zu werden, der sich zurückzieht und sagt, oh, jetzt bin ich nur noch für mich und jetzt habe ich die Erkenntnis und ich lese jetzt Tag und Nacht in Gottes Wort, aber rausgehen tue ich nicht mehr. Nein, sondern es machte einen Missionar aus ihm, einen Verteidiger des Glaubens, da wo er auftrat, egal wo. Die Freude auf den Himmel, die spornte den Paulus an, auf die Menschen zuzugehen, das Evangelium zu verkündigen und das Wort Gottes mit Elan vor Irrlehren zu verteidigen. Ihm war es egal, welche Maßnahmen oder welche Regeln er dafür in Kauf nehmen musste. Er ging raus und er sagte es. Und genau hier erleben wir diese Bodenhaftung eines Paulus, der so eine Riesenportion Himmelssehnsucht hatte. Sein Herz, sein ganzes Sein schlug für Jesus Christus, für diese ewige Heimat, das himmlische Jerusalem. Und ich bin davon überzeugt, das hat er ein paar Mal am Tag gesagt. Maranatha, unser Herr, komm. Aber gleichzeitig schlug auch sein Herz und auch sein Leben für die Menschen um ihn herum, die ohne Jesus nämlich verloren wären. Und jetzt ist die Frage, wie sieht das bei dir und bei mir aus heute Morgen? Bitte, lass uns nochmal Gottes Wort lesen, Lukas 10. Lukas 10, Vers 27. Und da zeigt uns der Herr eigentlich genau das, was wir tun sollten. Und auch das ist bestimmt auch ein Anstoß gewesen für den Paulus. Nämlich, was? Er aber antwortete und sprach, Lukas 10, Vers 27. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Merkt ihr was? Verwurzelt in ihm, aber im Dienst für den Nächsten unterwegs. Ein Glaube, der nur im Kopf und nicht im Herzen und dann auch in der Auswirkung lebt, der widerspricht Gottes Wort. Nochmal, ein Glaube, der nur im Kopf und nicht auch im Herzen und dann auch in der Auswirkung lebt, widerspricht Gottes Wort. Christen mit geistlichem Herzwurzelsystem kombinieren diese Fähigkeit von Mission und von Naherwartung unseres Herrn Jesus. Das ist immer zusammen. Wenn wir Christen zu Recht behaupten, das Beste kommt noch und das Beste kommt zum Schluss, dann ist dieser Satz, liebe Geschwister, kein Ruhekissen, sondern ein ernstzunehmender Arbeitsbefehl für jeden von uns. Und falls wir ihn vergessen haben, möchte ich ihn dir nochmal in Erinnerung rufen. Matthäus 28, Vers 19 und Vers 20. Das ist dein und mein Arbeitsbefehl und nicht ein Ruhekissen. Matthäus 28, Vers 19 und 20. So geht nun hin und mache zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Weltzeit. Und dann steht hier im Vers Amen. Und dieser Auftrag, dieser Arbeitsbefehl schreckt auch nicht vor Einschränkungen, vor Maßnahmen oder vor sonstigen 5-4-3-2-1-G-Maßnahmen zurück. Liebe Geschwister, es geht doch nicht um uns, auch nicht in diesen Zeiten, wo es um 5-4-3-2-1-G geht, sondern es geht doch nicht um uns, sondern es geht doch um die Sache Gottes. Darum ist es vielleicht für dich und mich heute wieder dringend notwendig,
unser Herz zu 100% mit dem Willen Gottes abzugleichen? Konzentrieren wir uns doch bitte auf das Wesentliche als Geschwister, als Christen, als dass wir uns auf Nebenkriegsschauplätzen irgendwie ablenken lassen. Ich habe den Eindruck, dass unter uns Christen momentan nur noch die Angst regiert. Auch bei den wiedergeborenen Geschwistern. Die Hoffnung und das Vertrauen in Jesus Christus und sein Wort ist uns zu einem großen Stück, habe ich den Eindruck, abhanden gekommen. Wir sind keine kleine Herde mehr, wie die Bibel es sagt, sondern wir sind eine aufgescheuchte Herde. Wir sind eine zerteilte Herde. Eines zeichnet sich ganz klar ab, liebe Geschwister, gerade in dieser Zeit. Der Durcheinanderbringer, der Teufel, wie er genannt wird, hat seinen Machtbereich um die kleine, aufgescheuchte Herde stark erweitert. Weil er hat am meisten Spaß daran, dass wir uns untereinander dividieren und auseinander dividieren. Wegen diesen dummen Maßnahmen, die einzuhalten sind oder nicht einzuhalten sind. Ob wir eine Maske tragen oder nicht eine Maske tragen, da wird mehr darüber diskutiert, als darüber, ob du gerettet bist oder nicht. Und wir haben die Prioritäten falsch gesetzt. Und da müssen wir aufpassen, liebe Geschwister, dass wir uns nicht als kleine Schar noch mehr auseinander dividieren, sondern wir müssen aufeinander zukommen. Wir müssen immer wieder auf diesen besonderen Wurzelprüfstand. Wo ist meine Verwurzelung im normalen und im geistlichen Leben? Jakobus, bitte. Jakobus 4, Vers 8. Jakobus 4, Vers 8. Da heißt es, Jakobus 4, Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, Desinfektion, reinigt die Hände, ihr Sünder, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Nur als Herzwurzler bekommen wir auch einen Blick für die Menschen, die dringend Hilfe in ihrem Glauben gebrauchen. Liebe Geschwister, nicht ein Virus, nicht eine Impfung oder irgendwelche Maßnahmen sind unser Problem, sondern die Sünde ist das Problem. Und die haben wir mittlerweile zur Nebensächlichkeit abgeschoben. Und da müssen wir ganz heftig aufpassen. Wir brauchen die vergebende Kraft des Blutes Jesu Christi, was hier am Kreuz auf Golgatha, wo er sein Leben gelassen hat, wo das Blut geflossen ist, für dich und für mich. Das muss unsere Botschaft sein. Es muss unsere Losung sein. Sein Blut, Jesu Christi Blut, macht allen Schaden gut. Und nicht 5-4-3-2-1-G. Interessant ist, dass die Bäume echte Teamplayer sind. Sie stehen zwar jeder für sich, aber unterirdisch bilden sie teilweise ein immenses Wurzelnetzwerk. Doch genau dafür brauchen wir einen festen, biblisch gegründeten, ungeheuchelten Glauben. Sonst sind wir keine guten biblisch-geistlichen Teamplayer. Letzte Bibelstelle für heute Morgen, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an. 1. Timotheus 1, Vers 5. 1. Timotheus 1, Vers 5. Da heißt es, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Kannst du das unterschreiben? Kannst du dazu Ja sagen? Die Frage heute war, verwurzelt im Himmel? Wir haben uns diese drei Arten der Wurzeln angeschaut. Den Flachwurzler, Achtung vor oberflächlichem Halt. Und deswegen sei ein Tiefwurzler
verwurzelt in Gottes Wort. Das ist das Entscheidende. Verwurzelt in Gottes Wort und sei ein Herzwurzler. Hab die himmlische Perspektive, die deinen Alltag prägt. Das war das Dritte. Und von Herzen wünsche ich jedem Einzelnen heute, ob ihr nun hier in der Halle seid, ob ihr das später nachschaut, ob ihr im Livestream seid, dass die himmlische Perspektive deinen und meinen Alltag prägt. Dass du und auch ich heute von tiefem Herzen sagen können, ja, ich bin durch die Bibel mit meinem Herzen fest in Jesus Christus gewurzelt, der im Himmel ist, ja. Und gerade weil ich nicht weiß, wie lange ich noch auf dieser Erde leben darf, werde ich mich morgen, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, die mir noch bleiben hier auf dieser Erde, mich dafür einsetzen, dass Menschen die rettende Botschaft des Evangeliums hören. Und dazu möge der Herr Gnade geben. Amen.